Ja, willkommen, meine lieben Mystery-Freunde da draußen. Ja, meine lieben Freunde, heute habe ich wieder zwei interessante Geschichten für euch vorbereitet. Eine geht es wieder einmal um seltsame Begegnungen im Reservat. Und die eine handelt sich mehr oder weniger um Zeitreisen, wie so oft. Aber sind es wirklich Zeitreisen? Ja, das ist die erste Geschichte. Die Begegnung mit Reservaten, die handelt wiederum mit einer Entführung. Einem sehr merkwürdigen Entführung. Und der Entführte erlebte danach sehr seltsame, merkwürdige Dinge, die an ihm verändert worden sind. Ja, Veränderungen, die vielleicht mit dem Paranormalen in Zusammenhang gebracht werden kann. Aber hier einmal die erste Geschichte über eine Art Zeitphänomen. Penneth, Vereinigtes Königreich im Jahre 1942. Bernard aus Nordengland berichtet von seinem Erlebnis. Er ist ein glücklicher, verheirateter Mann, der eine Ausbildung als Krankenpfleger absolvierte und in diesem Beruf eine hohe Position einnahm. Deshalb schwieg er seine Identität, um sich zu schützen, weil er befürchtete, dass seine Glaubwürdigkeit und seine Beschäftigungsaussichten darunter leiden könnten. Er gab zu, dass er vertraulich mit mehreren Psychologen am Arbeitsplatz gesprochen hatte, in der Hoffnung, dass sie eine Erklärung für das Geschehen finden könnten. Keiner konnte eine offensichtliche Lösung anbieten. Meine Mystery-Freunde da draußen, ihr werdet hören, warum. Während des Zweiten Weltkriegs hatte sich Bernard, damals ein kleiner Junge, mit einem Mädchen namens Angela Shine angefreundet, das aus Surrey evakuiert worden war. An einem Sommertag im Jahre 1942 gingen sie wie so oft einen Hügel östlich von Manchester hinauf, in einer Gegend, in der ein Schießstand es ihnen erlaubte, nach verbrauchten Kugeln zu suchen. Plötzlich geschahen zwei Dinge. Eine überwältigte Ruhe und Stille legte sich über die Hügel und ein seltsames Gefühl des Abdriftens und der Bewusstlosigkeit. Die beiden Jugendlichen setzten sich an einen Baum und genossen die seltsame Ruhe in einem Zustand, den Bernard als eine Art Träumerei beschrieb. Was dann geschah, war jedoch keine gewöhnliche Vision oder Erscheinung. Ehrlich gesagt ist es schwer zu sagen, was es war, denn weder Bernard noch Angela konnten es erklären. Sie wurden auf Stimmen aufmerksam. Als die beiden sich aufsetzten, um sie zu beobachten, sahen sie, dass zwei Männer über ihnen standen und über die Kinder sprachen, als ob sie nicht erwarteten, gehört zu werden. »Da sind sie«, sagte der eine Mann. Der andere Mann hielt etwas in der Hand, auf das er immer wieder schaute und las eine Reihe von Zahlen ab, als ob er sie von einer unsichtbaren Wählscheibe ablesen würde. Es folgte ein Gespräch, in dem die beiden Männer über Begriffe diskutierten, die für Bernard wenig Sinn ergaben, aber er konnte das Wesentliche verstehen. Sie sprachen über die Zeit, als wären sie eine Landschaft, durch die man navigieren muss. Gelegentlich hielten sie inne und sagten etwas, wie zum Beispiel: „Das sind schöne Kinder, nicht wahr?“ Die beiden Männer waren zweifellos menschlich und hatten ein schönes Aussehen. Sie trugen ungewöhnliche, cinetische aussehende, helle Anzüge, die in der Strenge der britischen Kriegszeit völlig fehl am Platz waren. Keines der Kinder nahm damals an, dass es sich um Zeitreisende handelte. Alle möglichen Ideen, wie zum Beispiel Engel, kamen ihnen in den Sinn, wurden aber wieder verworfen. Bernard erinnert sich, dass eine lange Diskussion folgte und die beiden Männer begannen, mit den Kindern zu sprechen. Sie beschrieben Ereignisse, die sich in ihrem Leben ereignen würden, und schienen aus einem Skript von Bernards und Angelas Zukunft vorzulesen, als ob sie für diese Besucher bereits stattgefunden hätte. Dann ermahnten sie die Kinder, nichts zu sagen. Es sei ein Geheimnis. Als Bernard fragte, wer diese Fremden seien und woher sie kämen, lächelte einer der beiden, blickte in den Sommerhimmel und antwortete: „Von sehr weit her.“ Dann sagten die beiden Männer den Kindern, dass sie schlafen müssten. Bernard erinnert sich an ein helles Licht, das über ihren Köpfen leuchtete, aber er ist sich nicht sicher, was es war. Sie spürten ein Gefühl von Wärme und dann verloren sie jegliches Bewusstsein, bis sie kurz darauf erwachten. Ihre Erinnerungen an das Erlebnis waren lückenhaft und sie sprachen kaum darüber, sondern machten sich auf den Weg nach Hause zum Tee.
In der Nähe des Fußes des Hügels trafen sie einen Bauern, der sie fragte, wer sie seien. Als sie es ihm sagten, meinte er, sie sollten schnell nach Hause gehen. Dort wurden sie von besorgten Verwandten in Empfang genommen. Obwohl die Kinder glaubten, dass sie nur 2 Stunden weg gewesen waren, wurden sie seit mehr als einem Tag vermisst. Niemand glaubte, dass sie auf dem Hügel gewesen waren, um nach Kugeln zu suchen, da die Gegend gründlich abgesucht worden war und die beiden einfach nicht gesehen worden waren. Bernard und Angela sprachen wenig über ihr Erlebnis, da sie ihr Versprechen gegenüber den Fremden einlösen wollten. Sie erkannten, dass sie einen Traum geteilt hatten, aber was noch wichtiger war, beide hatten einen unerklärlichen Fleck auf ihrem Arm. In dem Bereich, den Bernard jetzt als die Arteria brachialis erkennt. Dieser kleine Einstich reichte aus, um sie davon zu überzeugen, dass dieses Ereignis, was auch immer es war, wirklich stattgefunden hatte. Ja, meine lieben Mystery-Freunde, wenn Bernard und Angela tatsächlich Zeitreisenden aus der Zukunft begegnet sind, scheint diese Begegnung harmlos zu sein. Aber eine Frage stellt sich dennoch. Welchen Zweck diente es eigentlich? Natürlich muss es keinem gedient haben. Vielleicht war es nur eine zufällige Begegnung mit einem Zeitreisenden aus der Zukunft auf einem Erkundungsflug, wer weiß. Oder es waren vielleicht doch irgendwelche Außerirdische. Wie auch immer, meine lieben Mystery-Freunde, scheint ein sehr seltsamer und merkwürdiger Fall zu sein. Ja, vielleicht habt ihr da draußen vielleicht eine eigene Erklärung für diese Begegnung. Was ist diesen beiden Kindern widerfahren? Und wenn ihr vielleicht da einer Meinung seid, dass es dafür vielleicht eine Erklärung gibt, dann könnt ihr dies gerne in den Kommentarfunktionen erwähnen. Interessante Geschichten gibt es natürlich immer wieder aus den Nativreservaten. Ja, die Ureinwohner Amerikas erleben so einiges. Auch haben sie viel zu erzählen, wenn es sich um das Paranormale handelt. So auch in der nächsten Geschichte, der selbliches, ähnliches erlebt hat, was vielleicht auch mit Außerirdischen in Verbindung gebracht werden kann. So erzählt er seine folgende erlebte Geschichte. Wenn man in einem Reservat aufwächst, hat man keine andere Wahl, als an diese Dinge zu glauben. Alles begann jedoch, als ich ein Kind war und glaubte, entführt worden zu sein. Ich fand mich flach auf der Brust liegend wieder, erinnerte mich an den kalten Metalltisch und diesen Schmerz in meinem Nacken. Ich konnte die Gesichter der Wesen, die an mir arbeiteten, nicht sehen, aber ich konnte ihre Beine sehen und sie waren nicht menschlich. Ich erinnere mich, dass ich Angst hatte und in meinem Kopf sagte ich, »Ich habe Angst, was machst du da?« Eine Stimme sprach telepathisch zu mir und sagte, »Es ist okay, dir wird es gut gehen. Wir werden dir nicht wehtun.« Das war der unerträglichste Schmerz, den ich je im Nacken gespürt habe. Danach bin ich in meinem Bett aufgewacht. Aber seit dieser Erfahrung bin ich ständig dem Bösen ausgesetzt. Ich meine, ich war dem Bösen ausgesetzt und habe es auf unterschiedliche Weise erlebt. Ich war zum Beispiel 13 Jahre alt und wollte in die Fußballmannschaft, aber ich wurde rausgeschmissen. Ich stand also außerhalb des Zauns, sah den Jungs beim Training zu und bemerkte einen weißen Lieferwagen, der um den Park fuhr. Da war ein kleines Mädchen, etwa 5 Jahre alt, das spielte und ihre Mutter saß da und sah zu. Ich sah etwas, das wie ein Schatten hinter ihrer Mutter stand. Die Frau stand auf und begann, sich von ihrem Kind zu entfernen und zum Verkaufsstand zu gehen und ich bemerkte, dass dieser Schatten sie nun vollständig umgab. Als sie wegging, hielt der Wagen an und der Mann, der ausstieg, sah normal aus. Aber nicht ganz so normal. Es war, als hätte er 2 Gesichter, 2 Reihen von Augenbrauen, Ohren, Lippen, wie ein Gesicht, das auf einem anderen Gesicht liegt. Das Gesicht, das ich sah, sah aus wie der Hals einer Kobra und die Haut war an den Rändern gefaltet. Er war eine Mischung aus einer Kobra und einem Menschen, aber es war nicht fest. Er sah aus wie ein Reptilienmensch. Ich weiß, das klingt wahrscheinlich verrückt, wenn ich versuche, es zu erklären. Der Mann ging auf das kleine Mädchen zu. Er war etwa 45 Meter entfernt und ging zügig und zielstrebig
und die Mutter war etwas weiter von ihrem Kind entfernt, aber nicht allzu weit. Ich hatte das Gefühl, Zeuge von etwas Bösem zu sein. Anders kann ich es nicht erklären. Ich hatte das Gefühl, dass er das Mädchen entführen wollte. Etwa 20 Meter rechts von mir stand Mr. Addison. Er war ein Polizist, aber kein normaler Polizist. Er war einer der hochrangigen Typen und ich hatte ihn 15 Mal im Fernsehen gesehen, als er über Verbrecher sprach. Er beobachtete seinen Sohn, der es natürlich in die Mannschaft geschafft hatte. Ich rannte hinüber und sagte ihm durch den Zaun, dass es so aussieht, als wolle der Kerl das kleine Mädchen entführen. Mr. Addison schaute hinüber, sah ihn, sah sie, sah den weißen Van ohne Fenster und mit dunkler Dünung. Er springt von der Tribüne, überspringt den Metallzaun und läuft zu seinem Auto und fuhr los. Gerade als ich dachte, dass der Mann mit dem kleinen Mädchen zurück zum Lieferwagen geht, hört Mr. Addison an, springt heraus und stellt den Mann zur Rede. Jetzt herrscht Aufsehen im Park und alle Augen sind auf die Situation gerichtet. In diesem Moment kommt die Mutter, die vorhin noch auf die Toilette musste, aus der Toilette heraus, biegt um die Ecke des Gebäudes und sieht Mr. Addison, ihre Tochter und diesen Mann, der das kleine Mädchen immer noch an der Hand hält. Die Frau rennt los und der Mann aus dem Lieferwagen versucht, zu seinem Lieferwagen zu laufen. Es kommt zu einem Gerangel zwischen ihm und Mr. Addison. Und sagen wir einfach, dass es Addison nicht besonders gut ging. Denn als nächster flog er zurück auf den Boden und der Mann rannte zu seinem Lieferwagen, stieg ein und fuhr davon. Bald darauf saß Mr. Addison in seinem Auto und es kam zu einer Verfolgungsjagd mit der Polizei, in deren Verlauf der Mann verhaftet wurde. Tja, ich weiß nicht, ob ein Teil von dem, was sie mir angetan haben, mir die Fähigkeit verliehen hat, das Böse zu sehen. Oder ob es nur eine Fähigkeit freigesetzt hat, die wir alle schon haben. Sozusagen die nächste Stufe der Induktion. Aber das Schlimmste, an das ich mich erinnern kann, betrifft die Freundin meines besten Freundes Solomon. Wir waren beide 17 und er fing an, sich mit einem Mädchen vom anderen Ende der Stadt zu treffen. Er verbrachte viel Zeit mit ihr und traf sich mit ihren Freunden. Und ich wiederum sah ihn gar nicht so oft. An einem Wochenende gab es eine Party am See. Und das Mädchen, mit dem ich zu der Zeit zusammen war, hatte eine Einladung, so dass wir schließlich zusammen hingingen. Wir waren etwa 45 Minuten dort, als Solomon und seine Freundin mit einer Gruppe von Freunden auftauchten. Alle mischten sich unter die Leute. Irgendwann kamen wir vier ins Gespräch und er stellte mir Amy vor. Zuerst schien sie ganz normal zu sein, eine wirklich hübsche, große Volleyballspielerin. Aber als der Abend weiterging und wir anfingen zu trinken, kam der Punkt, an dem Amy wütend auf dieses andere Mädchen wurde. Nichts Großes, nur typische Teenager-Sachen, die einen wütend machen können. Sie spielten in gegnerischen Volleyballmannschaften. Als die beiden in einem verballten Zickzackkrieg gerieten, bemerkte ich etwas, das wie Tentakel aussah, die aus Amys unterem Rücken kamen. An ihren Enden befanden sich Münder mit Zähnen. Ich weiß, es klingt verrückt oder als wäre ich high, aber ich sage euch, sechs von ihnen kamen wie Schlangen aus ihrem Körper und alle Münder zeigten auf das andere Mädchen und sprachen synchron mit dem, was Amy sagte. Das nächste, was ich weiß, ist, dass das andere Mädchen, das selbstbewusst wirkte und emotional für sich einstand, zusammenbrach und zu weinen begann. Amy drehte sich um und sprach zu der Menge, die sich in der Hoffnung auf einen Mädchenkampf versammelt hatte. Sie sagte: »Das ist das Mädchen, von dem sie in den Zeitungen sagen, dass es besser ist als ich, dieses erbärmliche Stück Scheiße«, während sie auf das Mädchen zeigte. Das Mädchen rannte zu ihrem Auto und die Leute lachten. Die Tentakel lösten sich von Amys Rücken, glitten über den Boden und jagten ihr hinterher. In diesem Moment wusste ich, dass das Mädchen Selbstmord begehen würde. Und bis heute bereue ich, dass ich nichts getan habe, um sie zu retten. Am nächsten Tag traf ich mich mit Solomon und sagte ihm, dass er Amy und ihr Temperament besser im Auge behalten solle. Sie schien außer Kontrolle zu geraten, aber er mochte sie sehr.
Als sie sich schließlich trennten, verfiel Solomon in eine tiefe Depression, wurde selbstmordgefährdet und seine Mutter ließ ihn einweisen. Ich könnte tagelang mit Geschichten wie diese weitermachen. Aber das ist nicht der Sinn der Sache, denn meine Frage an euch: Hat jemand etwas Ähnliches erlebt, nachdem er entführt wurde? Glaubt ihr, dass sie mir das angetan haben? Eine merkwürdige Geschichte. Wie würde man sich das erklären? Nehmen wir mal an, der Mann wurde wirklich von Außerirdischen entführt und sie haben ihm dabei eine bestimmte Gabe mitgegeben. Eine Gabe, mit der er Dinge sehen konnte, die andere Menschen vielleicht nicht sehen können. Eine übersinnliche Gabe. Ja, es wäre ungefähr so, als würden wir Menschen mit Tieren bestimmte Experimente durchführen, wie zum Beispiel Mäuse eine bestimmte Intelligenz zuzufügen. Wir wären sicherlich auch daran interessiert, ihr Verhalten zu studieren, genauso wie mit Tieren, die dann in der freien Wildbahn ausgesetzt werden. Ja, nur um zu schauen, was sich dabei ergibt, oder nicht, meine lieben Freunde da draußen? Ja, eine unheimliche Geschichte. Ja, und so sind sie, die fremden außerirdischen Wissenschaftler, die vielleicht die Erde als ein Planet der Wissenschaft betrachten und Experimenten mit einigen Menschen durchführen. Ja, und ich dazauge, mir sei am Schluss okay. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Like da. Und wenn ihr wollt, hören wir uns das nächste Mal wieder. Viertenk.